Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Was ich heute vorhabe, mit diesen drei Wäscheklammern, das werdet ihr gleich sehen. Okay, seid gespannt, los geht's. Ja, was haben wir heute vor? Drei Wäscheklammern. Da könnt ihr ganz normal nehmen, die müssen jetzt nicht aus dem Feuerwehrhandel sein. Ein Schlauchtragekorb, genau. Ich empfehle immer, wie gesagt, diesen hier, dieses Patent mit dieser Einschlaufensystem. Ne? Werdet ihr gleich sehen, warum das beim Packen ein Vorteil ist. Ich bin alleine, deshalb nehme ich die Packhilfe. Und sieht auch besser aus danach. Und die drei Wäscheklammern werde ich jetzt nehmen, um die 7-to-go-Variante für euch vorzuführen. Ich werde den Schlauch, die Schläuche gleich in den Schlauchtragekorb packen für einen 7-to-go-Einsatz, okay? Das ist nämlich eine Möglichkeit, um möglichst schnell die Schläuche perfekt hinzulegen, okay? Dazu nehme ich jetzt die drei Wäscheklammern und gehe mal zu den drei C-Schläuchen, die gerade für mich die Kinderfeuerwehr hier vorbereitet hat. Okay, da waren zwei Kameraden hier, kleine Kameraden, sehr gute Kameraden, die haben das akkurat hingelegt. Und ich werde jetzt die Mitte der C-Schläuche markieren mit dieser Wäscheklammer. Einmal hier. Einmal hier, einmal hier. Die Farben dabei sind rein zufällig. Ich mache jetzt einfach ganz stumpf Schlauch für Schlauch. Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen hindrehen. Und ihr werdet jetzt schon sehen, jetzt dadurch, dass es so rum aufklappt und ich hier ran stopfe, dass das so rum viel besser ist. Die anderen Körbe, dieser Standardkorb, geht nach hier auf. Da müssen wir mal drauf achten. Und dann hat man dieses Randrücken hier, fällt dann leider so ein bisschen flach. Okay, so. Ihr seht, die Wickelhilfe ist mittlerweile auch schon ein bisschen gebraucht. Ne, hier ist so ein Stift. Einmal rein damit. Und einmal da rein. Zack. Gut. Schlauch nehmen. Wie gesagt, die sind ja hinten markiert. Ne? Schlauch einfach rein. Und erstmal aufwickeln. So, Schlauch ist aufgewickelt und jetzt fangen wir ganz normal an, den Schlauch hier reinzulegen. Ne? Machen wir so und man kann jetzt wunderbar, auch wenn man es hier vorher stramm aufgewickelt hat, ist auch keine Luft drin. Ihr seht, wie platt das ist. Ne? Kann man wunderbar hier flach wickeln. Wichtig ist jetzt, gut, bei der Kupplung wickelt man eh nur bis zur Kupplung ran. Müsst ihr möglichst viel reinkriegen und man geht auch eigentlich ganz hier ran. So. Das Wichtige ist bei dieser 7-to-go-Variante, und ich werde euch gleich sagen, wofür das ist, dass man hier erstmal einen Streifen fallen lässt. Und wenn ihr mal auf andere Filme achtet, jetzt nochmal zu dieser Packhilfe nebenbei. Oh, hier ist jetzt die Klammer. Wenn du bei den anderen Filmen darauf achtet, machen das meistens drei Leute. Ne? So, das ist die Mitte des Schlauches. Die ziehe ich mir hier vorne vor. Okay. So. Na, das mache ich nochmal hier so ein bisschen. So. Das kann ruhig hier dann nur so eine halbe Bucht sein, aber Hauptsache, ihr habt das hier. Und weiter geht's. Ich fülle es hier mal bis zur Kupplung ein bisschen auf. Jetzt komplett rüber. Und ich kann mir das schön hier ranziehen. Und wie gesagt, hier darauf achten, nicht ganz bis zum Ende, so eine Hand Platz lassen. Ne? So. Die Wäscheklammer kommt. Passt ja wunderbar. Ja. Und weiter geht's.
Aber wir werden sehen, was das gleich für Mehrwert ist, diese Variante. Wenn ihr das nämlich benutzt, um die Strecke vom Verteiler aus zu verlegen zum Brandeinsatz. So, und der dritte. So, da das die Mitte ist, muss ich leider mit der Bucht hier auch mitkommen. Und hier um die Ecke rum. Ja. Gut. Und weiter. So, die Wäscheklammern können wir natürlich rausmachen. Würde auch nicht, aber nicht schlimm sein, wenn ihr sie drin lasst. Aber ich nehme sie mal raus. Mach den Korb zu. Ja, also ich habe hier unten so eine Klettfläche, wo ihr ein bisschen randrücken müsst. Ne? Hier, ne, muss das richtig rangedrückt werden. So. So, ihr habt jetzt ganz normal den Schlauch hier im Buchten. Ihr habt jetzt den Vorteil, dass ihr hier Platz habt, auch von der Breite ein Hohlstrahlrohr zu nehmen. Ihr könnt die Kupplung hier rausziehen, ohne dass sie hängen bleiben. Also ihr könnt ganz normal, auch wenn das so gepackt ist, das in ganz normalen Buchten rausnehmen, wie sonst auch. Aber ich werde euch jetzt mal die 7-to-go-Variante zeigen, die eigentlich nur mit dem Klappkorb geht, okay? 7-to-go heißt, ich komme so zum Einsatz und wir stellen uns jetzt mal vor, das ist der Verteiler, okay? Ja, wie gesagt, die 7-to-go, das nutzt man eigentlich jetzt nur, möglichst schnell die Schläuche aufzubauen zwischen Verteiler und, ich sag mal, Rauchgrenze. Und man nimmt dann einfach den anderen Tragekörben, wo man dann ein Schlauchpaket und Strahlrohr und sowas natürlich alles dabei hat, alles für die Menschenrettung und so weiter. So, also das ist jetzt der Verteiler und wir müssen in diese Richtung. Das heißt, mit dem Klappkorb geht das jetzt so, dass man ihn einfach aufklappt, auskippt. Ne? Es liegt alles. Und jetzt sieht man die drei Schlaufen, die hier überstehen. Die packt man und geht los. Verteiler angekuppelt und weiter geht's. Schneller kann man keine Schläuche ordentlich ohne Knoten, Schlauchreserven auslegen als so. Ne? Damit ihr das mal gehört habt, 7-to-go, wie gesagt, das bereitet man vorher vor im Gerätehaus. Mit dem Klappkorb geht das halt nur, macht man das fertig und hat viel Freude im Einsatz und es geht schnell. Ne? Es geht ja da manchmal auch um Sekunden. Okay. Wenn ihr Fragen habt, gerne kommentieren. Lasst mal ein Gefällt mir da. Abo habt ihr schon gemacht. Schönen Dank und bis zum nächsten Video. Ne? Euer Feuerwilli. Bis dann. Tschüss. Nur, dass ihr wisst, es gibt diese Tragekörbe mit dieser Einhandschlaufe. In B und in C. Ne? Ihr seht da nochmal den Unterschied. Okay. Natürlich können manche das auch, es gibt auch B-Hohlstrahlrohre, wunderbar hier oben zu verstauen. B-Schläuche oder man kann es auch zur Wasserversorgung nehmen, Absperreinrichtungen rein. Wie gesagt, B-Schläuche unten rein, oben etwas, was man braucht. Irgendwas zum Hydrantendeckel öffnen, was man vielleicht ab und zu mal braucht. Oder Blinkleuchten, um die Hydrantendeckel abzusichern. Pfeildreieck könnt ihr da noch reinlegen, alles. Ne? Also nur, dass ihr wisst. Man hat da ein bisschen neue Möglichkeiten und vor allem keinen Stress beim Öffnen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Okay, super.